So, servus Leute, mein Name ist Selim. Ihr kennt mich viele vom Nachtsport, viele vom Beispiel Fitnessstudio. Heute kommt ein neues Video. Und zwar habe ich jetzt hier meine Bänder mitgebracht zum Home Workout. Und ich zeige euch, was man damit alles zu Hause machen kann. Let's go! Heute starten wir kommen zum Arm- und Brustworkout. Und dazu ist es ganz wichtig, dass wir die Schultern aufwärmen. Weil eine Schulterverletzung kann dazu führen, dass man bis zu ein halbes Jahr keinen Sport betreiben kann. Und zwar fangen wir ganz einfach an mit einem Workout für Arme und Brust. Und los geht's mit einer Aufwärmübung oder Aufwärmübungen, wie wichtig die Schultern sind. Die Bänder sind ganz einfach handzuhaben. Dann nehmt euch einen Tisch, Tischbein, drumherum. Und dann kann es schon losgehen mit Aufwärmen. Zum Aufwärmen erstmal die vordere Schulter. Dafür gehen die Arme leicht angewickelt. Ungefähr geht's so. Und wichtig ist halt, dass die Arme nicht ausgestreckt sind, weil dann geht der Fokus zu den Muskeln verloren. So, ganz einfach hoch, eine Sekunde halten, wieder runter. Hoch und wieder runter. Ganz wichtig, langsam und nicht schnell. Das sollte ungefähr so 10 Mal machen. Dann ist der vordere Schulterbereich aufgewärmt. Und dann geht es weiter, machen wir den seitlichen Schulter, weil Schultern sind sehr wichtig. Wenn die mal verletzt sind, Arschkarte. Kein Spaß, wenn Schultern verletzt sind, kann man bis zum halben Jahr keinen Sport machen. Und dazu nehmen wir einfach den Band und treten drauf. Und die Arme wieder leicht angewinkelt und dann geht es einfach so raus. Einmal mit rechts, 10 Mal, mit links, 10 Mal. Ihr könnt es abwechseln oder gleichzeitig machen, ist euch überlassen. Und dann geht es weiter für die hintere Schulter. Und dazu nehmen wir den Band so, kreisen es zweimal ein. Gehen ganz leicht in die Hocke, nach vorne gebeugt, so dass es ein Hohlkreuz gibt. Ich zeig mal. Für ganz dumme, Brust raus, Arsch raus, damit schön Rücken gerade ist. Danach macht man einfach den hier. Wieder einfach, als würde man etwas hochziehen, rudern. So. Und das muss man ganz einfach hier spüren, weil Schultern sehr wichtig, das ist ein Trapezius. Wenn man den beim Aufwärmen spürt, macht man irgendwas falsch. So. Und dann geht man an den Bereichen, ob man Bizeps oder Trizeps trainieren will, muss man auch aufwärmen, weil da die Verletzungen auch sehr groß sein können. Und dazu gehen wir wieder für Bizeps ganz normal drauf treten, zunehmen und ganz leicht hochgehen. Sehr wichtig ist, dass die Oberarme konstant bleiben. Also es muss so sein, es darf nicht so sein, es darf nicht so sein. Oberarme bleiben konstant und geht einfach ganz normal hoch. Und das zum Aufwärmen kann man auch 10 Mal machen, 20 Mal machen, so wie ihr euch bereit fühlt. Und dann geht es halt noch weiter. Dann gibt es die Hammer Curls. Da bleibt der Arm so, als würde man Hammer schlagen. Die ganze Zeit so. Wichtig, Oberarm bleibt wieder konstant. Das könnt ihr auch so 10, 20 Mal machen. Und somit wäre dann der Bizeps aufwärmen fertig. Jetzt kommt der Trizeps. Trizeps ist aus dem Grund wichtig, weil wir Brust trainieren werden. Und Brusttraining ist auch sehr viel mit Trizeps verbunden. So, und jetzt nehmen wir dann einfach den Band so. Beide Hand. Ganz hier unten fest und der andere Hand geht einfach so. Also ich werde es gleich über den Kopf machen, nur damit ihr das Prinzip versteht, ist einfach, dass ihr es einfach so machen wird. Dann nehmen wir uns einfach so hoch und dann einfach wieder so machen. Und ganz wichtig ist, dass der Oberarm wieder konstant bleibt. Hebt ihn hier oben fest und geht damit runter. So, dass der Trizeps hier angespannt wird. So, jetzt sind wir eigentlich bereit für das Training, für das Workout, für die Schulter, Brust, Bizeps oder Trizeps.